Hallöchen. Ich bin jetzt bei meiner allerletzten Station in Leipzig und wollte dich da einfach mal mitnehmen und so ein bisschen erzählen, wie es mir gerade so geht. Und ich hatte auch viele, ja, so ein paar Erkenntnisse einfach teilen, ne, wo ich gerade so stehe. Für alle, die es nicht wissen, ich habe ja, war Anfang des Jahres in Thailand und bin da quasi gar nicht mehr nach Leipzig zurückgekehrt, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich habe so die Liebe in meinem Leben verloren und bin gerade auf der Suche nach, also danach, die wiederzufinden, die Begeisterung irgendwie wiederzufinden. Und ja, und ich habe gemerkt, ich möchte auf dem Land leben, im Grün. Und ja, war dann quasi, habe dann meine Wohnung von Asien aus untervermietet und bin dann sofort weitergereist, habe Freunde auf dem Land besucht und war da. Ja, alle 1 bis 2 Wochen woanders. Ich war im Sommer auch auf Festivals und so. Und hatte jetzt auch vor kurzem so eine Phase, wo ich gemerkt habe, oh, ich bin ganz schön müde davon, immer den Ort so oft zu wechseln. Und hatte ja dann, also dann kam ich halt nach Leipzig vor ungefähr einem Monat und wollte dann quasi die Wohnung auflösen oder habe auch die aufgelöst, die ist jetzt übergeben. Und da war ich dann so an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, so jetzt bräuchte ich eigentlich mal wieder einen Ort, wo ich bleiben kann. Und dann hatte ich auch das Glück, dass ich 4 Wochen in meiner Wohnung sein konnte, weil die Wohnungsübergabe sich halt um 10 Tage nach hinten verschoben hat. Und da hatte ich ja dann auch, da gibt es auch ein Video dazu, das verlinke ich dir mal, so ganz krasse Rückenschmerzen, wo ich dann mich 3 Tage quasi nur in einem leeren Zimmer aufgehalten habe, ganz allein mit mir, weil ich gemerkt habe, oh, ich brauche mal echt Ruhe. Und seitdem ich das hatte, ist es auch gar kein Ding mehr, dass ich irgendwie weiterreise. Aber diese 3 Tage waren wirklich notwendig, um mal wieder richtig bei mir anzukommen, ja, ohne den Kontakt nach außen. Und ja, diesen Ort hier, den letzten, wo ich jetzt bin, das war auch wieder knapp vor Schluss, dass ich den gefunden habe. Also einen Tag vorher wusste ich noch nicht, wo ich am nächsten Tag dann bleiben werde. Und das, was ich wirklich jetzt in der Zeit am meisten gelernt habe, ist das Vertrauen ins Leben, Vertrauen in die Menschen. Und ich hatte ja am Anfang totale Angst, nicht zu wissen, wo ich bleibe und unter einer Brücke schlafen zu müssen, kein Dach über dem Kopf zu haben. Aber es hat jetzt wirklich, seit Mai bin ich da unterwegs, immer funktioniert. Und es hat sich auch so eine Sicherheit eingestellt, dass ich weiß, ich werde immer was finden. Und jetzt gerade, und deswegen möchte ich es gerne teilen, schlafe ich quasi auf der Bühne in einem Café. Dieses Café wird gerade nicht benutzt. Und aber es ist halt ein großer Raum und ja, ich habe mir da quasi meinen eigenen kleinen Raum geschaffen. Ich habe mich wie so ein Kindgefühl wieder so zurückversetzt, dass sich eine Butze baut, um mir da meinen Platz zu schaffen, an dem ich mich wohlfühle und sicher fühle. Und habe dann halt so gemerkt, dass ich schon früher ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch war. Und ja, dass mir das halt wirklich total gut tut, halt einmal dieses Vertrauen wieder zu lernen. Ich habe gemerkt, dass ich zum Teil sehr schlecht von Menschen denke oder schlechte Erwartungen habe und übe gerade radikal zu vertrauen, mich anzuvertrauen und dem Leben anzuvertrauen, den Menschen anzuvertrauen, mich zu öffnen und merke, dass das ja total schön ist, was dabei rauskommt. Und für mich fühlt sich das gerade wie so ein Abenteuer an. Und ich merke, dass das meinem Wesen total gut tut, weil ich eigentlich, wie gesagt, so ein ganz realistischer Mensch bin. So, ich habe in meinem Horoskop, falls da welche euch auch damit unterwegs sind, ich habe ganz viel Erde, ganz viel Jungfrau, ganz viele Planeten stehen in der Jungfrau. Und ich merke, wie das schön ist, das zu befreien und da mehr Leichtigkeit reinzukriegen und halt jetzt wirklich mein Lebensweg einfach so ist, dass ich immer an anderen Orten bin und auch merke, was zählt wirklich, was ist die Essenz, was brauche ich wirklich, was brauche ich gar nicht, ne? Und dann einfach zu merken,
wenn ich, ich brauche Ruhe, ich brauche einen Rückzugsort und ich brauche, dass es mir warm ist. So, ne? Und wenn ich das mir irgendwie gewährleisten kann, dann kann ich eigentlich überall sein. So. Und ich möchte dich gerne mitnehmen und dir mal zeigen, wo ich gerade wohne und wie ich so schlafe und die Butze, die ich mir gebaut habe. Ja, und dieses innere Kind, das hat sich total gefreut. Und ja, und ich werde halt durch das Leben zu ganz vielen Abenteuern geführt, die ich von alleine wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Aber mein Weg führt mich da einfach lang, indem ich mich auch anvertraue und sage, ich weiß es nicht, mach du. Ja, und ich bin total dankbar für jeden einzelnen Menschen, der mich in den letzten Wochen und Monaten aufgenommen hat und mir wirklich gezeigt hat, wie großzügig die Menschen sind. Und auch, ich meine, in Asien war ich öfter unterwegs und da kenne ich einfach so dieses Gefühl, alle sind auf Reisen, alle haben Zeit und da konnte ich mir das total leicht vorstellen. Aber in Deutschland, wo jeder so dann in seinem Alltag drin ist, vielleicht seine Arbeit verfolgt und ich dann so irgendwie umherziehend und so. Und ich habe aber gemerkt, die Leute freut das total, was zu geben, großzügig zu sein, zu teilen. Sie haben auch etwas davon, ne? Die Geschichten, die ich mitbringe, oder sie machen Erfahrungen, sie probieren sich aus als Gastgeberin, oder funktioniert das irgendwie auch zu zweit, oder wie ist das, mit jemandem zu wohnen, oder einfach ja, zu merken, es gibt total viel Raum und der auch großzügig geteilt wird. Und das zu erfahren, ist total schön. Und ich habe gelernt, das immer mehr anzunehmen, weil ich merke, dass ich auch total viel gebe. Ja, jetzt hier auch bei YouTube oder überhaupt in meinem Leben. Ich weiß, ich bin einfach auch ein großzügiger Mensch und teile. Und habe früher oft das Gefühl gehabt, ich gebe sehr viel und bekomme wenig zurück. Aber es lag auch daran, dass ich wenig nehmen konnte. Und das ist auch was, was ich gerade übe, dass ich wieder nehmen lerne, dass ich überhaupt nehmen kann. Und ja, diese Erfahrungen machen mich gerade total reich und ja, ich merke, wie über die Zeit auch mein Herz immer weiter aufgegangen ist. Und ja, dafür bin ich total dankbar. Und gerade in Leipzig habe ich ja einen guten Vergleich, weil ich halt, was weiß ich, bin da im Januar gestartet. Und jetzt wieder am selben Ort zu sein und mich zu erleben, am selben Ort, aber halt ein Jahr, ein halbes Jahr später, was diese Reise oder über ein halbes Jahr, was das mit mir gemacht hat. Ja, wie anders ich jetzt mit Menschen umgehe und auch das zu merken an dem Feedback der Leute, wie die auf mich zukommen, wie verbunden ich mich fühle. Ja, das ist wirklich wunder, wunderschön. Jetzt habe ich dich lang genug auf die Folter gespannt und jetzt schwenken wir mal rüber. Und ich nehme dich mit und zeige dir, wie ich gerade so lebe. Ach so, eine Sache noch. Es wird auf jeden Fall demnächst ein ganz ausführliches Video, wahrscheinlich werden es sogar zwei, darüber werden, wie meine Minimalisierung stattgefunden hat, die Wohnungsauflösung. Also kannst du weiter gespannt drauf sein. Es wird kommen, aber heute habe ich schon so viel gequatscht. Da ist nicht mehr möglich als das, was jetzt gerade ist. Aber ich bin ja gerade auch dabei, ganz viele Menschen zu verabschieden und nochmal Freunde zu treffen, die mir am Herzen liegen. Und deswegen ist die Zeit gerade so viel mit Quatschen gefüllt und das ist total schön. Und ja, deswegen brauche ich aber noch ein bisschen, um dieses Minimalisierungsvideo zu machen. Beziehungsweise Wohnungsauflösung. Bababababa. Ja. Naja, okay, jetzt aber gehen wir los. Also hier hinter mir siehst du die Tür zum Café. Insgesamt ist das Ganze in einem Hausprojekt, wo die Freundin von mir wohnt. Und jetzt gehen wir da mal rein und ich zeig dir das Café. So, hier ist der erste Raum. Da hinten ist die Küche, da gehen wir gleich mal rein. Ich wollte dir nur zeigen, hier ist der Sessel, auf dem ich gerade gesessen habe. Hier ist so die erste Sitzecke von dem Café. Und hier in dieser Küche wird immer Fokü gemacht, also Volksküche, wo quasi so zum Selbstkostenpreis gekocht wird.
Da sind so ein paar Lebensmittel von mir. Genau, und hier einfach ja alles, was man so braucht. Eine Küche. Genau, Schwänke, Schwänke, Schwänke. Wird mit Ofen beheizt. Hier ist noch so eine Sitzecke. Und dann, ja, dann kommt hier der nächste Raum hinter diesem Vorhang. Den habe ich mir hier vorgemacht, damit es so ein bisschen geschützter ist. Und hier gibt es auch halt jede Menge Sitzecken. Ist halt ein Café, ne? Was temporär genutzt wird, zurzeit nicht. Zurzeit bin ich hier und ja, wie du siehst, hier sind so ganz schöne mit Lehm, ja, Deko-Elemente. Und hier ist auch so ein Kamin. Es war jetzt immer warm, deswegen habe ich den noch nicht angemacht. Aber vielleicht kommt noch die Zeit dazu. Hier sind auch noch mal so ein paar Deko-Elemente. Und ja, das ist zum Teil halt so mit Lehm verputzt. Ich liebe ja auch Pflanzen. Ich bin froh, dass hier so viele Pflanzen in den Fenstern stehen. Ah ja, da oben zeige ich euch auch noch. Hier ist noch so eine Räuberhöhle. Da oben kann man halt auch hochklettern, wenn man wirklich klettern kann. Also hier sind nur so Griffe. Es gibt keine Leiter oder sowas. Genau. Und jetzt, Simsalabim, zeige ich euch, wo ich schlafe. Und zwar ist hier diese kleine Bühne, diese Erhöhung sozusagen. Und ja, hier habe ich halt so mit Klammern einfach mir so eine Wand gemacht, damit ich halt auch einen Rückzugsort habe. Und wie gesagt, hat sich mein inneres Kind total gefreut. Hier hängt mein Handtuch zum Trocknen. Und hier, joa, gucken, wie ich das so drauf kriege. Das hier ist mein Lager. Ich schlafe ja auch schon seit über einem Jahr jetzt auf der Erde, so wie das in Asien üblich ist. Halt einfach hart auf den Knochen. Kann ich auch nochmal ein Video zu machen, wenn euch das interessiert. Hier hinten alles ein bisschen unordentlich, aber so bin ich. Klamotten, hier ist meine Trommel. Und hier hinten so ein bisschen, was liegt denn da? Mein Rucksack und so. Und hier auf der Seite habe ich halt noch eine Lampe zum Lesen und ein Buch. Da will ich auch nochmal ein Video zu machen. Das lese ich gerade als Vorbereitung für unser Fastenretreat. Ich liebe ja Thich Nhat Hanh, die Kunst des glücklichen Lebens. Und ja, Thich Nhat Hanh, der hat einfach ja auch über Fasten geschrieben. Deswegen fand ich das halt so spannend. Hier steht noch ein Klavier. Da klimper ich auch manchmal so ein bisschen drauf. Ich liebe ja Klavierspielen, obwohl ich das gar nicht kann sozusagen, aber ich klimper gern drauf rum. Jetzt drehe ich es mal zu mir. Ja, Thich Nhat Hanh, genau. Er hat halt auch nochmal betont, wie die Selbstheilungskräfte wachsen, wenn man fastet und auch wie gut die Sangha, also die Gemeinschaft ist. Und ja, also ich freue mich da schon sehr drauf, 11. bis 18. November. Wenn du da auch noch Lust hast, dabei zu sein, noch gibt es Plätze. Alle Infos findest du in der Infobox. Genau. Ansonsten glaube ich, habt ihr jetzt alles gesehen. Nochmal ein kleiner Schwenk. Also, ja, ich finde das Abenteuer gerade spannend und schön und mir tut's gut. Es lockert mein Wesen auf, meinen Geist und macht mich total flexibel und das finde ich schön daran. Und ja. Ich werde dich weiter mitnehmen auf die Reise und schreib mir gerne in die Kommentare, was deine verrücktesten Orte waren, an denen du geschlafen hast. Das würde mich mega interessieren. Und ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Video wieder einschaltest. Alles Liebe dir. Ciao.